herzlich willkommen. Hier ist euer Jominsmosmund mit einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal im Tutorial, wie ihr die neuen Waffen anspielen könnt. Beziehungsweise ich rede jetzt von der Galil von Black Ops 1, die perverse Waffe. Und da fangen wir mal direkt mal an. Da geht man unter Multiplayer müsst ihr gehen, dann unter eigene Spiele, dann auf Spiel einrichten, dann geht ihr auf Spielmodus ändern. Dann unter Community, unter letzte war das glaube ich, dann könnt ihr hier die Galil auswählen. Dann tippt ihr, dann fragt Stadtspieler, möchten Sie dieses eigene Spiel laden? Dann drückt ihr auf Ja natürlich. Dann ist das Spiel geladen, dann geht ihr zurück. Geht ihr unter Bot-Einstellungen. 666, alles klar. Unten links könnt ihr das nochmal sehen, da steht New York Tower und Galil, Team Deathmatch. Dann drückt auf Spiel Spaten und los geht die wilde Fahrt. Jetzt dauert das einen Augenblick, bis das Spiel losgeht. Und so geht das im Prinzip mit allen Waffen. Glaube ich, da könnt ihr auch die Ballistic Knife benutzen. Oder die Farmers, die HLX4, glaube ich, ist, heißt die. Ja, die oder die Pepeche. Könnt ihr alle Waffen ausprobieren. Also ihr müsst kein Geld vorher ausgeben. Ihr könnt die so anspielen und im Nachhinein könnt ihr noch immer entscheiden, ob ihr dafür Geld ausgeben möchtet oder nicht. Das ist eure Sache aber. Ich würde mir aber überlegen, ob ich Geld dafür ausgebe, weil das Spiel an sich hat ja schon 60 Euro gekostet und ihr müsst bestimmt, wenn ihr alles haben wollt, alle Tarnungen und alle Waffen, müsst ihr bestimmt für 100 Euro diese CP-Punkte kaufen. Das finde ich wiederum ist eine Frechheit, weil das ist einfach zu viel Geld. Hey, hat keiner hier eine Waffe oder was? Da könnt ihr sogar die MX Garand testen. Da ist die Pfeffersche auch am Start. Guck, hier könnt ihr alle Waffen antesten. Ohne dafür Geld auszugeben. Aber ich suche die Galil. Wer hat die Galil? Oh, mein Aim richtig verkackt hier. Aber egal. Seht ihr, ohne Geld dafür auszugeben, könnt ihr hier die neuen Waffen antesten, ausprobieren. Ja, und die meisten haben hier ja keine Waffen. Wo ist die Galil? Drohne bereit für Befehle. Egal, das macht einfach nicht schön hier aus. Boah, die droppt so schnell, die Waffe. Die ist einfach der Wahnsinn. Ja, im Prinzip geht das mit allen Waffen so. Mit allen neuen Waffen, die rausgekommen sind, könnt ihr die anspielen. So wie ich das gerade mache. Und ohne dafür Geld auszugeben. Das ist das Beste daran. Ich bin auch ein Riesenfan von den Peacekeeper. Aber ich sehe das nicht ein, Geld dafür auszugeben. Ich habe für das Spiel schon Geld ausgegeben. Und ich finde es wirklich, das ist wirklich eine Frechheit. Dann noch Geld auszugeben, damit man alle Waffen hat. So. Ich hoffe, ihr habt genug gesehen. So geht das mit allen Waffen. Wenn ihr die findet, ne? Unter den Trends oder so. Die müsst ihr laden können später. Damit ihr die anspielen könnt. Auf jeden Fall. Ja, so. Ja, ich beende mal jetzt das Spiel. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, wäre cool, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet. Darüber würde ich mich sehr freuen. Dann immer noch zum Schluss die FMX Garand. Na komm, ein Kill noch. Verbündete Teleport ausgestellt. Genau aus der Hüfte. Das war's von mir. Haut da rein, euer Most Wanted. Ciao.